ziehe weiter. Campingnachbarn haben mir einen weiteren Campingplatz empfohlen. Und wirklich, schön gelegen an einem See. Und wieder nach meinem Geschmack, nicht parzelliert. Ich gehe dann mal ans Ufer und sehe mir das Treiben an. Dann habe ich Hunger. Hier wohnen die Platzeigentümer und da finde ich ein Restaurant und die Sanitärräume. Und ein Storchennest haben die auch in der Nachbarschaft. Masuren ist ein wasserreiches Land. Hunderte von Seen prägen diese Region. Und so wird hier natürlich Wassersport in allen Variationen betrieben. Zwischen vielen Seen sind Kanäle gegraben worden. Höhenunterschiede werden durch Schleusen ausgeglichen. Und wenn das Obertor sich öffnet, geht die Reise weiter. Ich mache einen Ausflug nach Kettertzin, früher Rassenburg genannt. Unterwegs sehe ich diese alte Mühle und sie steht sogar zum Verkauf. Aber Kettertzin enttäuscht mich. Einige markante Gebäude und schöne Parks. Das war's. So richtig will diese Stadt mich nicht begeistern. Boah, die habe ich mir jetzt aber verdient. Jetzt bin ich den ganzen Tag gefahren. Ich bin heute Morgen hier los. In Arsch und wollte nach Goldab. Nach meiner Karte gibt es da einen Campingplatz. Den gibt es aber gar nicht. Nicht für Wohnwagencamper oder für Wohnmobilcamper, sondern da gibt es nur Mobilheime und Ferienhäuschen zu mieten. Und da man in Polen nicht frei stehen darf und da oben in der Gegend sonst überhaupt kein Campingplatz zu finden war, habe ich gedacht, jetzt fährst du wieder ein bisschen runter.
Ich bin jetzt wieder in Mykolaiki an dem Camping Vagabunda, da wo ich eine Woche neulich verbracht habe. Weil hier habe ich Internetzugang. Da kann ich nämlich gleich den Film hochladen. Heute ist Sonntag, der 3. Juli, dann sind wir wieder ganz aktuell. Und ich bin hier in der Nähe einer Fernverkehrsstraße, denn ich will morgen mit Fernziel nach Gdansk, nach Danzig. Unterwegs habe ich mir eine Pyramide angesehen. Und zwar schreibt der Reiseführer dazu, das entsprang einer Leidenschaft des Grafen Friedrich Heinrich von Fahrenheit für das klassische Altertum. Er hat seine geliebte Tochter, die mit 3 Jahren gestorben ist, da drin 1811 begraben lassen. Und man sagt dem sonderbaren Grabmal eine mumifizierende Wirkung nach. Weiß ich nicht so wirklich, denn heute findet man da drin nur noch Bauschrott. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht es wie immer. Gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, sofern das nicht schon geschehen ist.